15 Minuten unter einer Lawine sinkt die Überlebenschance rapide. Es kommt also auf Schnelligkeit an. Deswegen sind für die Bergrettung im Winter Lawinenhunde unverzichtbar. Lawinenhund wird man aber nicht von heute auf morgen. Ja, die Ausbildung ist einmal primär, dass der Hund einfach den Menschen suchen will. Also die Motivation, dass er in einer Verschüttung oder auf einer Fläche einen Mensch sucht, das ist unser Hauptaugenmerk. Und das ist auch der Schwerpunkt von der Ausbildung. Also der Hund muss einfach jeden Menschengeruch freudig anzeigen. Und das trainiert man von klein auf, einfach mit positiven Verstärkungen, mit Spiel, Futter, viel Lob, so dass einfach der Mensch so interessant wird, dass der Hundeführer oder der Hund den Vermissten anzeigt. Mhm. Wir sind da jetzt auf dem Feld herum, wo wir die fertigen Einsatzhunde haben. Wir trainieren da natürlich noch an sämtliche Varianten von verschütteten Verschüttungen. Das heißt Mehrfachverschüttungen, dass zwei, drei Personen irgendwo vergraben sind. Teilverschüttungen, wo vielleicht irgendwo eine Hand noch rausschaut oder ein Ski rausschaut. Einfach, dass der Hund sämtliche Szenarien anarbeiten kann und einfach mit der Erfahrung nachher einfach stabil wird und für den Einsatz tauglich ist. Warum mache ich den Hundeführer? Weil ich eigentlich schon von jeher ein Hundenarr war. Bin gerne in den Bergen unterwegs, bin aber auch nicht gerne alleine unterwegs und da hat sich ein Hund ganz gut dazu geeignet und ja. Die Ausbildung als Bergretter und Hunde, ja, und Hundeführer zu sein, ist natürlich die Herausforderung ganz gut. Jetzt bist du ja auch berufstätig. Wie vereinbarst du das mit deinem Alltag? Wie funktioniert das? Ich bin im Schichtdienst und durch das geht eigentlich das ganz gut, dass er nicht so lange alleine ist. Mhm. Ich arbeite in der Nacht und auch untertags. Und durch den Wechseldienst funktioniert das ganz gut. Im Ernstfall ist natürlich der Faktor Zeit das, was für uns am wichtigsten ist, dass man schnell auf die Lawine raufkommt. Das läuft so, dass irgendwo eine Alarmierung reinkommt, irgendein Skifahrer oder Tourengeher meldet einen Lawinenabgang mit schlimmstenfalls Verschüttete. Dann wird die Rettungskette in Gang gesetzt. Der Hundeführer wird genauso gleich alarmiert wie die Ortsstelle, wo der Lawinenabgang ist. Und im besten Fall, so wie heute, wenn wir ein Flugwetter haben, ist so, dass der Hubschrauber gleich beim Anflug zum Lawinenfeld einen Hundeführer mit aufnimmt, so dass der Hundeführer eigentlich ziemlich gleich, also schnell am Feld oben ist, weil das ist nachher die Erfolgschance, was wir mit unseren Hunden haben, dass wir möglichst schnell am Feld oben sind und gleich mit dem Suchen anfangen können. Wie bist du das angegangen, als du deinen Hund bekommen hast? Wie hast du ihn vorbereitet? Ich habe den Hund eigentlich zuerst gar nicht vorbereitet. Wir haben ihn mit 12 Wochen bekommen und sind eigentlich dann mit 14 Wochen, also der Hund 14 Wochen alt war, schon eigentlich zur ersten Hundeübung eigentlich völlig unvorbereitet hinkommen und sind eigentlich dann schon recht herzlich aufgenommen worden in der ganzen Staffel. Was habt ihr heute gemacht? Heute haben wir eigentlich kurze Motivationen vom Hund gemacht, dass einfach der Zug zum Hundeloch oder zum verschütteten Loch wieder gestärkt wird. Das ist einfach so ein Basic-Punkt, was man auch immer wieder wiederholen sollte. Nein, die Emma macht es eigentlich da relativ gut. Ja, sie ist sehr motiviert, lässt sich da ganz gut hin motivieren für das Ganze, für die Arbeit. Und ja, merkt man einfach, die Arbeit macht einen Spaß. Was muss ein Hund mitbringen, um Lawinensuchhund zu werden? Was muss der können? Grundvoraussetzung natürlich einmal die körperlichen Eigenschaften. Also nicht zu klein und auch, dass er im Winter nicht friert bei der Sucharbeit. Also meine körperlichen Gegebenheiten. Dann natürlich eine gewisse Portion an Motivation muss er mitbringen. Und der Hundeführer sollte die gleiche Motivation mitbringen. Dann eben gleich mit 8 Wochen, wenn man vom Züchter holt, dann sofort mit der Ausbildung beginnen, weil da einfach jeder Tag wertvoll ist, was man da investiert.